Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und ja, wir haben in den letzten zwei Parts ja. Also es wurden jetzt zwei Parts. Haben wir ja Hauptquests gemacht. Jetzt werden wir einmal hier die Freibriefe annehmen. Ja, einen Freibrief mal annehmen. Und ja, mal schauen. Baron hat dir schon erzählt, was für ein tatendurstiger Abenteurer du bist. Willst du dich nicht auch einmal an die Freibriefe versuchen, welche die Abenteurergilde verteilt? Freibriefe sind Aufträge, mit denen Bürger sich an die Abenteurergilde wenden. Die Gilde tritt also nur als Vermittler auf. Es gibt verschiedene Aufträge, zum Beispiel Gefechts- oder Fertigungserlasse. Sie sind eine ausgezeichnete Gelegenheit für jeden Abenteurer, sich einen guten Namen zu machen. Warum tappst du nicht mal rüber zur Töpelturmsiedlung und sprichst mit Sphyxgyph? Wird dir deinen ersten Auftrag geben. Okay. Gut. Mein Hauptziel heute ist eigentlich Nebenquest. Das heißt, wir gehen mal auf den Hermetiker. Und ja, in diesem Part will ich halt wirklich die Nebenquests so ein bisschen machen. Und auf noch Skier. Ich will jetzt erstmal gucken, wo wir noch welche haben. Die unter Level 10 sind. Das ist eine 11er. Okay, hier haben wir also tatsächlich alles fertig. 13, 12, 13. Okay, dann teleportieren wir uns einmal zu den Sommervortürfen, weil da haben wir definitiv noch Quests. Also wenn wir in der Stadt noch welche haben, die wir übersehen haben, dann mache ich sie entweder später mit anderen Klassen vielleicht oder ja, mal gucken. Wir holen sie einfach nach. Ich achte da jetzt nicht ganz so drauf, wo was ist. Das ist ein 10er. Da ist der 7er, okay. Das passt. Du bist nicht zufällig auf dem Weg zur Feldscheune? Wenn doch, dann hätte ich eine dringende Bitte. Kannst du einen super Trank dorthin bringen und Widerlöf geben? Die unzufriedenen Ackerpiraten haben sich an der Feldscheune versammelt und es kommt immer wieder zu kleinen Kämpfen. Die Zankereien wollen nicht abreißen und der Vorrat an Heiltränken ist beinahe erschöpft. Nicht auszudenken, was passiert, wenn jemand darauf zu Schaden kommt. Woher man einen super Trank bekommt, na zum Beispiel von der Krämerin, die ihre Ware hier auf den Sommervorthöfen ver. Heil bietet. Vielen Dank nochmal. Supertrank, okay. Hier. Das kann da mal mit rein. Okay, wir sollen nach da hinten. Das sollten wir hinkriegen. Also beim nächsten Mal könnte es dann kurze Parts geben. Beziehungsweise, was heißt kurze Parts? Ja gut, Level muss ich gerade nicht, ne? Ja, Level muss ich gerade nicht. Entweder gibt es beim nächsten Mal nur Main Quest. Oder. Oder. Klassenquests. Mal gucken. Aber Klassenquests wollte ich ja immer ab Stufe 15 machen. Also wahrscheinlich wird es dann auf Storyquests hinauslaufen. Wir haben keine Tränke mehr. Wenn jetzt wieder Streit ausbricht und sich jemand verletzt, gibt es nichts, was wir tun können. Da hast du was. Danke, darauf habe ich gewartet. Bei diesen ungehobelten Kerlen weiß man nie, wann die nächste Schlägerei beginnt. Aber mit dem Supertrank kann ich dem etwas gelassener entgegensehen. Besser wäre es natürlich, wenn es überhaupt keine Streitigkeiten gäbe. Dass man Konflikte nicht gleich mit der Axt löst, ist den Ackerpiraten kaum zu vermitteln. Sie kennen es eben nicht anders und der Frust des Landlebens entlädt sich schnell in Aggression. Die Feldarbeit ist sicher nicht einfach, aber wenn sie ihre Energie darauf konzentrieren können, wäre es zum Wohl aller, auch zum Wohle der Piraten. Und wir sind Stufe 10.
Apropos, wir haben ja auch ein neues Buch. Das sieht schön aus. So, Stufe 10. Wir machen natürlich immer noch weiter die ganzen niedrigen Dinger. Das wird jetzt, wir werden jetzt nicht mit den Nebenquests für 10 anfangen. Wenn wir jetzt dann natürlich keine Nebenquests mehr haben, ich werde gleich in Limsa nochmal gucken. Dann werden wir das so machen, dass ich dann entweder den Freibrief mache. Freibrief mache. Oder dass wir halt einmal in Limsa gucken, ne, ob da irgendwas ist. Oder dass wir vielleicht schon mit einer Klassenquest anfangen. Aber, ach nee, Klassenquest wollte ich ja nicht. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Oder wir holen uns einen Beruf, den wir uns mal angucken. Das wäre nämlich auch noch eine Option, die ich machen wollen würde. Dass wir uns einen der Berufe mal angucken. Wäre bei mir, glaube ich, der Gourmet, den ich mir gerne ansehen würde. Aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen erstmal da hinten ankommen. Die steht da halbnackt. Auch nett. Hallöchen. Hallo Ostvier. Eine Abenteuerin, dir schickt der Himmel. Denn wir brauchen dringend Hilfe. Es mehren sich die Berichte von Reisenden, die am Schurkenstrom von Monstern überfallen wurden. Die Jasons verteidigen ihr Revier aggressiver als sonst. Es muss etwas unternommen werden. Wir können keine weiteren Wachen vom Grenzposten abziehen, um die Umgebung zu sichern. Deswegen wollen wir dich bitten, am Schurkenstrom 3 Jasonnester auszumachen. Die gefräßigen Jason herauszuscheuchen und zu erledigen, sobald sie ihr Nest verlassen. Ah, okay. Das ist da hinten. Genau in der Mitte. Nur schön, wenn sich die Liste der Nebenquests leert. Ich glaube, so leer habe ich Gebiete noch nie gesehen ohne. Ne? Mit Nebenquests. Ja, so ein Nest. Huch, nein. Ah, und ich kann von mir jetzt zwei. Ah, ne. Egi-Attacke ist es. Es ist eine Egi-Attacke. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich von mir jetzt zwei beschwören, aber nee. Das dauert nur etwas. Jetzt das nächste. Ich glaube, ihr seid schon am Verzweifeln, wenn wir das in jedem Gebiet machen. Ich glaube, ihr fasst euch nur innerlich schon am Kopf und denkt nur so, oh Gott, hat das wirklich vor? Und ich werde sagen, ja, ich habe das wirklich vor. Wie gesagt, ich möchte halt auch echt die ganzen kleinen Nebenstories so ein bisschen. Und vielleicht kann man ja bei der einen oder anderen Nebenquest halt auch was kriegen. Was ganz cool ist. Man weiß man's.
meine, gut, wir haben hier ja auch noch Errungenschaften. Kampfverfolger. Charakter. Ja, man kann zumindest auch Ausrüstungsgegenstände. Man kann auf jeden Fall so einiges kriegen. Den Mentor. Ja gut, Mentor werde ich sowieso nie werden. Aber, ne? Aufträge. Hingeiße. Okay, besonders viele tolle Sachen gibt es hier nicht außer Titel. Ja, doch, hier gibt's was. Die Erkundung. Wir sehen Kognita. Sehenswerte Orte entdeckt. Ach du grüne Neune, man muss auch noch sehenswerte Orte entdecken. Ach du Scheiße. Ja, gut, wir werden einige Zeit damit beschäftigt. Wir werden sowieso nicht alle Errungenschaften kriegen, um Gottes Willen. Und ich glaube, Mentor werden wir sowieso nie. Wobei das für das eine Mount wahrscheinlich echt cool wäre. Aber nein. Wir wollen erstmal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Noch sind wir Neuling. Ein ganz gewaltiger Neuling. Also es kann sich noch um Jahre handeln. In dem Fall tatsächlich, im Stream komme ich zwar weiter voran, aber ich kriege halt, muss ich sagen, weniger mit. Hast du den gefräßigen Jasons Beine gemacht? Entschuldige den Scherz. Ich nehme die Bedrohung sehr ernst. Vielen Dank dafür. Du hast einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit der Region geleistet. Dieser Wachposten hier gewinnt immer mehr an Bedeutung. Eigentlich sollte sich der Malstrom um die Bewachung kümmern. Doch der hat mit den wilden Stämmen aller Hände voll zu tun. Für die nächste Zeit sind wir Gebjacken auf uns selbst angewiesen. Aber wir sind nicht genug, um das gesamte Gelände abzudecken. In einer größeren Attacke können wir auch nicht lange standhalten. Zum Glück helfen uns immer wieder mutige Abenteurer. Dafür sind wir wirklich dankbar. Und Tatsache, wir haben hier keine Quests mehr. Wir haben die ganzen Nebenquests fertig. Außer all die, die ab 10 sind. Gut, dann gucken wir jetzt einmal in Limsa nochmal. Ob wir da was haben. Oh, und ich habe schon wieder die Katze vergessen. Lol. Okay, hier ist tatsächlich nichts. Obere Decks. Jetzt einmal kurz zur Gourmet-Gilde schon mal. Nee, tatsächlich. Okay, wir haben keine Nebenquest mehr. Die wir jetzt für unter 10 machen können. Deswegen machen wir jetzt für diesen Part. Also klar, ich könnte mit Nebenquests für über 10 anfangen. Aber das mache ich erst, wenn ich mit einem Charakter auf Stufe 15 bin. Verzeih mir, meine Dame. Aber ihr befindet euch in der Gilde
der Gourmets. Habt ihr einen Tisch im Bismarck reserviert? Einer unserer Kellner wird euch sofort den Weg. Oh, ihr wollt nicht im Bismarck zum Mittag speisen? Dann wollt ihr sogar selbst die Kochkunst erlernen? Wenn das so ist, dann empfehle ich euch vom Herzen unserer Gilde beizutreten. Denn hier lernt ihr verfeinerte Kulinarik in ihrer allerhöchsten Perfektion. Wunderbar, dann werde ich euch kurz die. Oh nein, okay, die Geschichte der Gilde werde ich. Ich dachte, das wäre bei den Berufen vielleicht nicht so. Ach nee, die Geschichte der Gilde brauche ich mir nicht antun. Sagt dann, habt ihr euch dazu entschlossen, den Pfad des Gummis zu gehen? Ja. Und ich weiß, ich höre euch alle stöhnen, aber lasst es mich einfach mal machen. Lasst mich die Erfahrung selber machen, bitte. Bevor ihr gleich alle wieder losgeht auf mich. Lasst es mich doch einfach probieren. Ich weiß, sollte man später vielleicht erst machen. Wenn man an gewisse Orte kommt. Aber lasst es mich erst mal machen. So, wundervoll. Wendet euch bitte unverzüglich an Gildenmeister Linkstadt. Er ist der exquisiteste Koch in ganz Limsa. Das steht völlig außer Frage. Seine Kochkunst sowie seine Hingabe sind unvergleichlich. Der Gildenmeister hat im wahrsten Sinne des Wortes den Überblick über alles, was in dieser Küche passiert und beobachtet das Treiben von der Treppe aus. Beweise ihm deine Leidenschaft für die Kochkunst und er wird sich sicher Gefallen an dir finden. Hi. Aha, da bist du also. Du willst also unserer Gilde beitreten. Dann lass uns doch mal sehen, was so alles in dir steckt. Ha, was weiß ein Jungspund wie du schon vom Kochen? Das sehe ich auf den ersten Blick. Du kannst doch nicht mal einen Kochlöffel erhalten. Habe ich recht? Ich scherze natürlich. Oder auch nicht? Ha, es bedarf keiner besonderen Intelligenz, um ein Meisterkoch zu werden. Es geht um die Leidenschaft. Die muss brennen, wie eine ordentliche Prise Drachenpfeffer auf der Zunge. Was meinst du, Abenteurerin? Brennt die Leidenschaft in dir? Dann gibt es nichts, was du nicht lernen kannst. Das verspreche ich dir. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe dein brennendes Verlangen nach kulinarischen Genüssen auf den ersten Blick erkannt. Es bedarf hundertprozentige Hingabe, wenn du ein Gourmetmeister werden willst. Wenn man diesen Wiedergang mit einem zwölfgängigen Menü vergliche, würdest du im Moment noch auf deine... Was? Ich noch warten. Unser Gewerbe ist hartes Brot. Merkt ihr das? Ich meine das natürlich im übertragenen Sinne. Echtes hartes Brot kommt mir nicht in die Küche. Außer natürlich, es handelt sich um Croutons. Aber okay, genug davon. Wie heißt du eigentlich? Freut mich, Ash. Willkommen in unserer Gilde. Hier nehmen. Dies ist ein verschlissener Kasserolle. Sieht nicht unbedingt glanzvoll aus, aber für einen Anfänger wie dich reicht es vollkommen aus. Den Kochlöffel kannst du nicht richtig halten, aber mal sehen, wie du dich mit der Kasserolle anstellst. Scherze natürlich, du scheinst ja ganz in Ordnung zu sein. Aber wie man die Kasserolle richtig hält, musst du mir schon noch zeigen, bevor ich den ersten Auftrag für dich habe. Okay. Okay. Das kommt hier unten hin. Perfekt. Ha, die Kasserolle steht dir sehr gut. Wie man damit umgeht, lernst du jetzt. Ein Gourmet ist nichts ohne dein Handwerkszeug. Merk dir das gut, bevor du mit dem Kochen anfängst. Sonst schmeckt dein Essen wie Schokobudding. Auf geht's, lass uns mal sehen, was du so alles kannst. Am Anfang probieren wir es mit einem Töpfchen Ahornsirup. Für die Herstellung benötigst du einen Eimer Ahornsaft. Wie gesagt, das Rezept ist so einfach wie... man kann nichts falsch machen. Du brauchst nur einen Eimer Ahornsaft und eine Feuerscherbe. Den Eimer Ahornsaft kannst du übrigens bei Josie kaufen. Sie hat bestimmt noch genug davon auf Lager. Los, mach dich auf den Weg. In unserer Branche kommt man nicht weit, wenn man die Kunden warten lässt. Genmaster hatte ich immer gefragt auf einem... Okay. Im Hauptmenü Notizbücher, das Handwerk Notizbuch und die Synthese durchzuführen. Okay. Handwerker Notizbuch. Alle Handwerker erhalten ein Handwerker Notizbuch, in dem die Rezepte aller Gegenstände, die sie herstellen können, festgehalten werden. Das Handwerk Notizbuch wird durch die Auswahl von Notizbüchern im Hauptmenü geöffnet. Um mit der Synthese zu beginnen, musst du zunächst die Klasse und die Stufe des Gegenstandes, den du herstellen möchtest, auswählen. Wenn du einen Gegenstand ausgewählt hast, stellst du sicher, dass du über alle benötigten Materialien verfügst.
ist dieser Fall, wähle Synthese aus, um den Herstellungsprozess zu beginnen. Okay. Dann packen wir das einmal hier hin. Und warte mal, das Bestiarium kann ich auch einmal hier mit hinpacken. Warte mal, Bereitschaftsanfragen. Ländemarkierung. Markierung. So. Da ist Josie auf jeden Fall. Ah ja, so sieht das dann hier aus. Ahornsirup. Dadurch kann ich dann halt auch selber Essen herstellen, ne? Ist ja eigentlich ganz cool. Wollte ich nichts kaufen. Aber ich kann das hier mal verkaufen. So. Kaufen. Was sollte ich kaufen? Ein Eimer Ahornsirup, ne? War das so, oder? Warte mal. Ich möchte... Da steht dazu... womit geht der Wurm werden kann. Okay, kann ich hier also erwerben. Muss ich nur finden. Okay, ich weiß nicht, ob der Ahornsaft gemeint ist. Wir gucken einfach mal. Tatsache. Okay. So. Die Synthese ist insofern mit einem Kampf vergleichbar, als dass mehrere Kommandos benötigt werden, um erfolgreich zu sein. Das kann ich ja mal hier alles wegpacken, ne? So. Achso, das hatten wir. Bei einer erfolgreichen Herstellung des Gegenstands musst du diese Synthese-Kommandos ausführen und einen Fortschritt von 100% erreichen, bevor die Belastbarkeit des Materials auf 0 fällt. Wenn die Belastbarkeit 0 erreicht, bevor die Fortschritte bei 100% ist, schlägt die Synthese fehl und einige Materialien können verloren gehen. Gegenstände, die du mindestens einmal erfolgreich hergestellt hast, werden mit einem Häkchen links neben dem Namen angezeigt. Wenn du einen Gegenstand zum ersten Mal herstellst, erhältst du einen speziellen Routinebonus. Okay. 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 Wir haben 3 Töpfchen Ahornsirup hergestellt. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich mich da jetzt so mit zurechtfinde. Huch, da muss ich hin. Auf was war das schon? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst Ahornsirup machen? Wir sprechen hier nicht von einem 5-Gänge-Menü. Da? Bitte? Ist der Ahornsirup fertig? Wird aber auch langsam Zeit. Lass mal sehen, wie er schmeckt. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Ein gewisses Aroma ist vorhanden. Die Konsistenz ist auch ganz in Ordnung. Kurzum, das sieht um einiges besser aus als das, was mir die anderen Anfänger jeden Tag vorsetzen. Wie du wahrscheinlich weißt, ist Ahornsirup einer der populärsten Süßstoffe, die es gibt.
Eine unverzichtbare Zutat für die Zubereitung von Kuchen und sonstigen süßen Leckereien. Was du wahrscheinlich nicht wusstest, ist, dass man durch das Abkochen des Ahornsirups Ahornzucker gewinnen kann. Ein Süßstoff, der verschiedenste Verwendung besitzt. Das ist auch etwas, das du dir gut merken solltest. Selbst aus den einfachsten Zutaten kann man Überraschendes kreieren. Wie ich bereits erwähnte, ist ein Gourmet nichts ohne sein Handwerkszeug. Das ist die halbe Miete. Die andere Hälfte verdient man sich mit einem lückenlosen Wissen um seine Zutaten. Übung und Erfahrung machen hier den Meister. Da gibt es keine Abkürzung. Also immer schön üben und nicht aufgeben. Wenn du bereit für weitere Aufgaben bist, meldest du dich wieder hier. Du kannst von nun an Gehenaufträge des Gourmets annehmen. Den nächsten Auftrag erhältst du. Okay, Abstufe 5. Juhu. Ja, das wird dauern. Okay. Nett. Sieht echt nett aus. Okay. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir? Speisesalz. Dafür braucht man Steinsalz. Ahornsirup. Für Rosinen. Bräuchten wir Tieflandtrauben. Da kann ich das offen lassen und währenddessen. Okay, nee, kann ich nicht. Oh Gott, nee. Wir wollen einfach nur mal ein bisschen was hier holen. So. Leute, ich habe 35 davon geholt. Scheiße. Was? Habe ich das laut gesagt? Okay. Ich würde halt gerne alles so einmal herstellen, ne? Okay, damit hätten wir diese Rosinen. Damit wären wir Stufe 5. Okay, warte mal. Ah ja, und pro einmal geht dann hier was verloren. Oh je. Ja, das kann ja heiter werden. Gut. Ja, dann haben wir zumindest schon mal da ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, haben wir uns hier, glaube ich, erstmal genug in dem Beruf umgesehen. Mal sehen, wie es noch so wird. Ich glaube, Gourmet könnte vielleicht ein ganz guter Start sein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier einfach beim nächsten Mal wieder. Also, ciao!